Kabelbinder steht dir besonders gut. Macht die Sache nicht viel besser, aber ein bisschen. Bei mir steht da hinten am Dings hier raus, da hinten irgendwo. Mein Haar verdeckt es. Dein Haupthaar. Mein Haupthaar wird es verdecken. Oh my, on a high, off your light, dripping thighs. Bumping by, I'm alright, lose the eyes. When you wake up in the morning, come alive. Servus Leute, willkommen zum nächsten Video. Heute sind wir auf den Pitbikes unterwegs. Wir haben hier einen kleinen Platz aufgebaut. Ja, der Jeffrey ist dabei. Hallo. Von der F73 Academy vom 50. Ja, wir wollen euch heute einfach mal zeigen, wie man denn wirklich Pitbike fährt. Der Jeffrey ist im Grunde auch so mein Riding Coach. Der zeigt mir alles. Von ihm weiß ich auch alles. Danke. Ja, gerne. Ich habe zu danken. Ja, wir sind hier heute auf dem wunderschönen abgesperrten Platz. Wir können heute üben. Privatgelände. Ja. Der Jeffrey wird uns jetzt einfach mal zeigen, wie man denn wirklich auf dem Pitbike sitzt, was man zu beachten hat mit Fußstellung etc., Körperhaltung. Ich würde sagen, Jeffrey, du fängst einfach mal an. Ja. Und dann übergebe ich dir das Wort. Vielen Dank. Gerne. Hallo nochmal an euch. Das Wichtigste beim Pitbike ist, ihr müsst euch immer ins Gedächtnis rufen, dass euer Körpergewicht in der Regel das Gewicht des Pitbikes übersteigt. Das bedeutet also, ihr habt vollste Kontrolle über dieses Pitbike. Ihr seid der Fahrer. Ihr habt nicht die Physik an eurer Seite, die durch die Pendelkräfte zum Beispiel der 17 Zoll Felgen oder größere Felgen an anderen Motorrädern, die euch wieder aus der Kurve herausziehen, wenn ihr ans Gas geht oder generell. Ja? Hier ist es halt ganz wichtig, versucht relativ zentral auf dem Motorrad zu sitzen. Bei den IMRs und MRFs, die jetzt Lukas und ich hier bewegen, ja, sage ich immer so eine Handbreit hinten von dem Sitzbankende zum Steißbein. Das heißt, ihr legt eure Hand, nehmt eure Hand, legt sie ans Ende und dann rückt ihr so weit vorne auf, ja, bis ihr auf eurem, mit dem Steißbein auf eurem kleinen Finger sitzt. Und das zweite Kontrollgremium, was ihr habt vorne an dem Tank, habt ihr zwei Schrauben, zwei Kreuzschlitzschrauben in der Regel, oder je nachdem, wie oft ihr gestürzt seid, auch schon andere, die Seitenverkleidung festhalten hier, die Tankverkleidung. Und da solltet ihr bündig mit den Knien sein. Das heißt, ihr sitzt also sehr vorderradorientiert auf diesem Gefährt. Und genau das wollen wir auch. Die Fußstellung ist immer, da scheiden sich ja die Geister. Ich habe vom 50 gelernt, Fußballen und Fußzehen sollen auf dem Motorrad bleiben, auf den Rasten, ja, genau da, das sieht man dann auch hier an meinem Schuh schon, das sieht ein bisschen, das ist ein guter Daytona, der macht das schon lang mit. Du hast da ein Loch drin. Ich weiß. Ach so, okay. Deswegen stinkt auch nur der rechte Fuß und nicht der linke. Das ist ja ein Vorteil, ne? Gelle? Du musst immer das Positive. Ich sehe auch immer, du musst immer das Gute daran sehen, ne? Das ist schön. So, und genau, wir versuchen die Füße so auf dem Motorrad zu halten und wenn wir in die Kurve gehen, immer das kurvenäußere Bein ist immer am Tank dran. Weil erst dann habt ihr eine Verbindung zum Motorrad und könnt dieses dann auch steuern. Ja? Wir steuern das Motorrad nicht mit dem Lenker, sondern in Kombination das Bein am Tank und die Rumpfmuskulatur hier im unteren Bauchbereich. Ja. Ja? Okay. Die nächsten Schritte dann beim Fahren. Ja, bis gleich. Thank you.
Hi, willkommen zurück. Eben habt ihr gesehen, wie wir Pitbike fahren. Jetzt zeigt der Jeffrey uns, wie man auf dem Pitbike sitzt. Was besonders wichtig ist. Die Sitzposition ist deswegen so wichtig, weil anhand dieser Sitzposition können wir erst richtig das Motorrad kontrollieren. Hatten ja schon gesagt, die Sitzposition auf dem kleinen Finger, das zeigt uns der Lukas jetzt mal kurz. Nimm mal deine linke Hand an die Sitzbankkante, genau. Und dann setze dich so auf deinen ersten Finger, eigentlich gerne andersrum, weil man sitzt dann viel angenehmer, ne? Weiter nach vorne, noch ein Stückchen, genau. Dass Daumen und so hier ist und dass du mit deinem Steißbein bitte auf dem kleinen Finger sitzt. Deinem Steißbein, sitzt du mit deinem Steißbein, ehrlich? Okay, ja. Du bist halt Dürr. Ich bin Dürr. Er ist Dürr. Und das ist eigentlich somit die optimale Sitzposition. Ein weiterer Indikator dafür, ob man richtig sitzt oder nicht, sind, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, hier vorne diese zwei kleinen Schrauben am Tank. Wenn da die Knie hier schön dran sind, dann passt das wunderbar. Genau, so. Zum in die Kurve einfahren lassen wir immer das kurvenäußere Bein immer am Tank. In die Richtung bitte, genau. Ich habe es Moped in der Hand. Ja, mach mal lieber einen Fuß runter. Ist erstmal unwichtig. Hauptsache, wir fallen nicht um. So, und hier seht ihr es schon. Den Oberkörper immer nach unten. Immer versuchen, sich entweder in die Hand zu beißen oder in den Ellenbogen den Kopf zu legen. Ich sage ganz oft als Eselsbrücke, stellt euch vor, im Ellenbogen ist euer Lieblingsessen. Ja? Pizza, Nudel. Schnitzel. Geht auch. Geil. Schnitzel ist gut. Schön mit Brokkoli, ist geil. So, immer schön runter mit dem Kopf. Warum runter mit dem Kopf? Auch ganz lustig. Auch wenn nicht viel drin ist in eurem Kopf, ist er trotzdem schwer. Ihr braucht den Druck von eurem Kopf auf dem Vorderrad, damit ihr das anständig steuern könnt. Ja? Wenn ihr zu weit zurückkommt mit dem Oberkörper, dann klappt euch das Vorderrad ein. Ja? Und dann liegt ihr ständig auf der Nase. Ja, jedes Pitbike hat Kampfspuren. Dafür haben wir es ja auch. Ja? Aber wir wollen es vermeiden. Also, noch einmal. Geh nochmal bitte mit deinem Oberkörper rein. Genau. Und dann Blickführung, dann immer mit dem Kopf. Genau, in diese Richtung. Oder machen wir mal die andere Seite. Genau. So, da. Das ist sehr, sehr schön. Wo ihr euch noch dran, was ihr noch üben könnt, wäre die Daumen zeigen in den Kurven immer zur Gabelbrücke nach innen. Klingt komisch, ist aber so. Ja? Ihr habt dann deutlich weniger Krämpfe in den Fingern. Ja? Was gibt es noch zu sagen zur Fahrtechnik? Ja, Rastendruck ist auch ganz, 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 ganz wichtig. Der kurvenäußere Fuß drückt immer sehr stark auf die Fußraste. Ja? Immer sehr stark draufdrücken. Ich werde ganz oft gefragt in der Academy, wie feste man denn drückt. Und ich sage immer, so wie beim Stufenlaufen. Immer wenn ihr eine Stufe lauft, so viel Druck ungefähr habt ihr dann auf der Fußraste. Versucht es einfach. Durch den Druck auf der Fußraste kommt euer Knie automatisch an den Tank und somit habt ihr deutlich mehr Kontrolle wieder über das ganze Motorrad. Ja? Ganz wichtig. Wir nehmen uns bei jeder Runde, die wir fahren, immer nur eine bis maximal zwei Sachen vor. Wir lernen alles Step by Step, nicht alles auf einmal. Das funktioniert nicht. Das heißt, wenn ihr euch irgendwo einen Parkplatz rausgesucht habt, vielleicht euch einen Kreis gelegt habt oder irgendwas, ja, immer nur eine Sache. Guckt bei den ersten 10, 12, 15 Runden, die ihr fahrt, auf eure Oberkörperposition, dass der Oberkörper in der richtigen Position ist. Ja? Dass der Oberkörper in der richtigen Position ist, genau. Dann schaut auch an, dass achtet ganz arg auf den Beinschluss und auf den Rastendruck. Das ist eigentlich so mit das Wichtigste. Ja? Und dann dazu nehmt ihr dann den Oberkörper irgendwann. Ja? Nehmt euch bitte nur eine, maximal zwei Sachen vor. Macht Blickführung. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo und ein Like da lassen. Wir würden uns freuen. Wenn ihr eure Fahrtechniken weiter verbessern wollt und alles noch genauer, noch intensiver erleben wollt, dann kommt zu uns in die Academy, kommt zum 50, schaut auf 50s Homepage. Der Link ist unten bei den, wie heißt das? In der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung. Okay. Da könnt ihr nachgucken. Da sind Termine für euch. Da gibt es 1:1 Coachings. Da gibt es richtig 50, viele andere auch, die dabei sind. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr da seid. Zusatztermin Oppenrot. Zusatztermin Oppenrot, stimmt. Ja, Outdoor. Ja, wir werden bald Outdoor fahren. Wir können alle bald gemeinsam Outdoor fahren. Wird richtig cool. Wir freuen uns. Leihbikes sind übrigens auch da. Ist gar nicht weit weg von Gießen, ne? Nee, auch nicht weit weg von Frankfurt.
Ja, guckt euch mal die Strecke an, die ist richtig geil. Schaut bei Google Maps, bei Apple Karten, wo auch immer. Die Strecke ist aufgezeichnet. Der absolute Hammer. Ich freue mich riesig drauf, vielen Dank, Jeffrey wieder zu fahren. Vielen Dank, Mann. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du in dem Video dabei warst. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.